Die Ukraine hat die ersten Skyranger und Skynex Luftabwehrsysteme erhalten, sagte Armin Papperge, Vorstandsvorsitzender des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall AG, in einem Interview mit The Pioneer am Jahrestag der russischen Invasion am 23. Februar 2023. Ihm zufolge können diese Systeme nicht nur Flugzeuge, sondern auch unbemannte Luftfahrzeuge und Marschflugkörper abschießen. Es wird nicht berichtet, wie viele Systeme ausgeliefert wurden. Wir denken, dass bisher ein Skyranger und ein Skynex geliefert wurde. Dieses Video zeigt, warum wir das glauben und warum diese Lieferungen für die Ukraine sehr wichtig sind. Wir sind Military News und legen los. Es ist bemerkenswert, dass diese Systeme noch nicht einmal im Arsenal der Bundeswehr sind. Sie wurden gerade von der deutschen Rheinmetall AG bestellt. Es wird vermutet, dass 4 solcher Systeme ausreichen würden, um den Himmel über der deutschen Hauptstadt Berlin komplett abzudecken. Doch statt nach Deutschland gingen diese Systeme in die Ukraine. Aus diesem Grund glauben wir, dass Skyranger und Skynex jeweils in den Krieg gezogen sind. Sie hatten einfach keine Zeit mehr von ihnen zu bauen. Und es ist unmöglich, sie aus den Beständen zu nehmen, denn es gibt keine Bestände. Das sind die neuesten Waffen. Wahrscheinlich die neuesten von allen, die in diesem russisch-ukrainischen Krieg eingesetzt werden. Was sind das für Systeme? Schauen wir uns jedes einzelne von ihnen genauer an. Das modulare Luftverteidigungssystem Skynex kann verschiedene Elemente enthalten. Das Oerlikon Revolver Gun MK3 Kampfmodul, das Oerlikon Skymaster Kampfsteuerungssystem, das taktische Erkennungsradar Oerlikon XTAR 3D und die Oerlikon Multisensoreinheit MSU. Das Oerlikon Revolver Gun MK3 Kampfmodul ist ein 35mm Oerlikon MK3 Revolver Flugabwehrgeschütz auf einem LKW-Fahrgestell. Die Entwickler positionieren die Einheit als vielseitiges Kurzstreckenflugabwehrsystem. Es kann gegen Flugzeuge und Raketen eingesetzt werden. Die eingebaute Ausrüstung ermöglicht es, kleine Ziele wie Drohnen aufzuspüren und sie erfolgreich zu treffen. Er kann ferngesteuert werden und seine Bewaffnung kann je nach Kundenwunsch variieren. Es wird behauptet, dass der Komplex ausgestattet werden kann mit Oerlikon GDF-009 Treo 35mm Doppelkanone, Oerlikon Laserkanone und DNL Gepard C-RAM Raketensystem. Auch die Zielerfassungsausrüstung kann ausgetauscht werden. Die 35mm Automatikkanone Oerlikon MK3 ist in der Lage, 35x228mm Munition mit verschiedenen Munitionstypen zu verwenden, darunter auch programmierbare Zünder. Die Feuerrate beträgt bis zu 1000 Schuss pro Minute und im Einzelschussmodus kann sie bis zu 200 Schuss pro Minute abfeuern. Die maximale Reichweite beträgt 4 Kilometer. Das Geschütz ist auf einem Artillerieturm montiert, der sich um 360 Grad drehen lässt. Der Turm ist optional bewohnt, mit einer Kommandantenluke auf dem Dach. Aber die Standardberechnung sieht 2 Männer vor. Der Richtschütze und der Kommandant müssen in der Wanne des komplexen Fahrzeugs untergebracht werden. Außerdem gibt es einen Fahrer des Fahrzeugs. Außerdem befinden sich auf dem Turm 5 fest installierte Radarantennen mit aktivphasengesteuerten S-Band-Antennenfeldern. Der Turm hat eine Panzerung der Stagnak 4569 Stufe 2, die auf Stufe 4 aufgerüstet werden kann. Das taktische Erkennungsradar XTAR 3D von Oerlikon ist ein dreidimensionales X-Band-Radar. Es löst die Probleme der Nahbereichssuche, Erfassung, Begleitung, Klassifizierung und Identifizierung von Zielen in einer Entfernung von bis zu 50 Kilometern. Das Radar ist gegen eine Vielzahl von Bedrohungen aus der Luft wirksam, von herkömmlichen Flugzeugen und Hubschraubern bis hin zu getarnten Zielen wie Drohnen und Marschflugkörpern. Es kann auch Raketen und Artilleriemunition aufspüren. Die Oerlikon Multisensor Unit MSU ist ein Allwetterüberwachungssystem. Es ist ein schnell verlegbares System mit nicht rotierendem 3D-AESA-Suchradaren, die einen 360-Grad-Sektor abdecken. Beachte, dass das taktische Erkennungsradar Oerlikon XTAR 3D und die Multisensoreinheit Oerlikon MSU auf separaten Fahrgestellen untergebracht sind und nicht zum Komplex gehören dürfen. In diesem Fall übernimmt das Radar auf dem Turm die Zielerfassung. Die Erfassungsreichweite ist jedoch auf 20 Kilometer reduziert. Der Komplex hat wegen seiner Fähigkeit, kleine Drohnen abzuschießen, bereits den inoffiziellen Namen Drohnenkrieger erhalten. Du wirst vielleicht sagen, na und? Letzten Sommer hat Deutschland bereits mehr als ein Dutzend selbstfahrende Flugabwehrsysteme vom Typ Gepard geliefert. Sie haben jeweils 2 35mm Zwillingskanonen von Oerlikon GDF, die zusammen 1100 Schuss pro Minute abgeben. Außerdem verfügen sie über ein S-Band-Suchradar mit einer drehbaren Antenne und einer Q-Band-Feuerleitstation mit einer schwenkbaren Antenne. Nach Angaben des ukrainischen Militärs haben sich diese Geparts, die Mitte der 60er bis Anfang der 70er Jahre entwickelt wurden, allerdings nicht als sehr effektiv erwiesen. Inwiefern ist der Skynex also besser? In vielerlei Hinsicht. Erstens haben die Geparts das Ziel in einer Entfernung von bis zu 18 Kilometer geortet.
Der Skynex in Abhängigkeit vom taktischen Erkennungsradar Oerlikon X-TAR 3D bis zu 50 km. Und zweitens kann der Skynex Geschosse mit einem programmierbaren Zünder abfeuern. Was bedeutet das? Diese Munition wird AHEAD genannt, kurz für Advanced Hit Efficiency and Destruction. Die Skynex-Waffe hat eine programmierbare Spule an der Mündung der Waffe. Der ballistische Rechner, der Daten vom Laserentfernungsmesser erhält, berechnet die Flugzeit des Geschosses bis zum Ziel. Abhängig von dieser Zeit wird die programmierbare Spule einer bestimmten Strommenge zugeführt. Jedes Projektil, das aus der Kanone fliegt, tritt in das Magnetfeld dieser Spule ein und legt je nach Wert im Projektil den Zeitpunkt der Detonation des unteren programmierbaren Zünders fest. Bei Annäherung an das Ziel lässt dieser Zünder eine Sprengladung detonieren und stößt 152 Geschosselemente von je 3,3 Gramm aus dem Geschosskörper, der einen Kegel in die Richtung des Ziels bildet. In der Praxis erfolgt die Detonation in einer Entfernung von 10 bis 30 oder 40 Metern vom Ziel. Das heißt, es ist nicht notwendig, das Ziel direkt zu treffen. Natürlich steigt in einem solchen Fall die Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu treffen, stark an. So lassen sich die Kosten für die Verteidigung gegen Drohnen, die mit mehreren Geschossen besiegt werden können, effektiv senken. Berechnungen zufolge von 1 bis 3. In Bezug auf die Kosten ist dies viel billiger als der Einsatz von flugabwehrgelenkten Raketen. Die Oerlikon Revolverkanone MK3 hat eine Nutzlast von 252 Schuss. Die Kosten für jedes Geschoss betragen nur 4000 Euro. Nun zum Skyranger Luftabwehrsystem. Es ist weitgehend mit dem Skynex vereinheitlicht. Das gleiche taktische Erkennungsradar Oerlikon X-TAR 3D, die gleiche Munitionssensoreinheit Oerlikon MSU und das gleiche Feuerleitsystem Oerlikon Skymaster. Der Unterschied liegt im Kampfmodul und dem Fahrgestell, auf dem es montiert ist. Im Jahr 2022 wurde dieses System in der Variante Skyranger 30 eingeführt, die ein kleineres Kaliber 30mm Oerlikon KSE Automatikkanone mit einer Reichweite von bis zu 3 km verwendet. Gleichzeitig wird die Waffenkomposition durch ein Modul zum Abschuss von zwei kleinen Flugabwehrraketen mit einer Reichweite von bis zu 9 km mit Infrarot- und Laserlenkung ergänzt. Das genaue Modul der Rakete ist noch nicht bekannt, aber die Möglichkeit, zwei Skynight-Kurzstreckenboden-Luftraketen mit einer effektiven Reichweite von 2 bis 9 km und Infrarot-Zielführung einzusetzen, wurde bereits früher in Betracht gezogen. Das Skynight-SAM-System wurde auf der IDEX 2021-Messe in Abu Dhabi von Halcon, einem emiratischen Unternehmen, das zur emiratischen Gruppe Edge gehört, vorgestellt. Nun zum Artillerieteil des Systems, dem Oerlikon KSE-Geschütz. Sie basiert auf der 30mm Kanone Oerlikon KCA, die in den 1970er Jahren entwickelt und in das schwedische Jagdflugzeug Saab J-37 Viggen eingebaut wurde. Die KCA-Kanone im Skyranger 30-Komplex hat eine praktische Feuerrate von bis zu 1000 Schuss pro Minute und verschießt auch programmierbare Munition. Die Gesamtmunitionsmenge beträgt 220 Schuss. Das verwendete Fahrgestell ist ein deutscher Boxer-Radpanzerwagen. Es ist kaum zu überschätzen, wie wichtig die Lieferung dieser hochmodernen Luftabwehrsysteme an die Ukraine ist. Die russische Armee hat das ukrainische Luftabwehrsystem erheblich geschwächt, konnte es aber nicht vollständig zerstören. Daher riskieren russische Kampfflugzeuge und Bomber nicht, in seine Reichweite zu gelangen und können die Brücken über den Dnieper und anderen Infrastrukturen, über die westliche Waffen geliefert werden, nicht zerstören, sodass die Ukraine weiterkämpfen kann. Angesichts dieses Problems begannen die Russen, um verschiedene Objekte zu zerstören und die Standorte der ukrainischen Flugabwehrsysteme aufzudecken, massiv Kamikaze-Drohnen iranischer Herkunft, Shahed 136 oder wie die Russen sie nennen, Geran 2 einzusetzen. Diese sind recht leichte Ziele für die ukrainischen Luftabwehrkräfte, aber das Problem ist, dass sie für die knappen Raketen der sowjetischen Systeme S-300 und Buk-1 verwendet werden. Solche Raketen kann man nirgendwo anders als in Russland kaufen. Und in dieser Situation können moderne deutsche Luftabwehrsysteme wie Skyranger und Skynex die ukrainische Luftabwehr und andere wichtige Einrichtungen vor Kamikaze-Drohnen schützen. Und auch an Munition wird es nicht mangeln. Bei einem Preis von 4000 Euro für ein Geschoss können sie zu Tausenden in die Ukraine geliefert werden. Das bedeutet, dass die Brücken intakt sein werden und die Versorgung mit westlichen Waffen weitergeht. Die 35mm Geschosse mit programmierbarem Zünder werden bereits in den Schützenpanzern CV-9035 MK3 der niederländischen und dänischen Bodentruppen eingesetzt. Und 30mm Geschosse sind Teil der 30mm Kanone Rheinmetall Mauser MK30-2 AVM des deutschen Schützenpanzers Puma. Sie sind also in Produktion. Darüber hinaus können Skyranger und Skynex den Himmel über den ukrainischen Truppen während des ukrainischen Gegenangriffs, auf den die ganze Welt ohne Übertreibung wartet, effektiv abdecken.
Schließlich wird der Ausgang des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine maßgeblich davon abhängen, ob der Westen seine Führungsposition in der Welt weiterhin behaupten kann. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben, damit es so viele Menschen wie möglich sehen können. Und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Es wird noch viele weitere interessante Videos über moderne Waffen geben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde!